Ja, bei uns ist Klaus Bachler vom Falken Motorsports Team. Klaus, nach dem Gesamtsieg zum Finale letztes Jahr steht jetzt die neue Saison in den Startlöchern. Wie habt ihr euch über den Winter vorbereitet? Ja, also wir haben jetzt ein neues Auto bekommen, also das ist eine neue GT3R kommen. Wir sind mit dem Auto schon einmal in Portugal gewesen, mit Falken Motorsport, haben da sowohl das Auto getestet, ein Rollout gemacht, als auch schon ein bisschen Reifenentwicklung gemacht. Und das war unsere Vorbereitung bis jetzt, haben natürlich jetzt für die Einstellfahrten wieder versucht, eine Weiterentwicklung zu bekommen für unseren Regenreifen. Und um ehrlich zu sein, allzu viel Zeit war dann auch nicht mehr vom letzten Rennen bis jetzt. Also es geht eigentlich Schlag auf Schlag. Kannst du schon einen kleinen Ausblick geben? Wie sieht das Saisonprogramm von Falken Motorsport und auch von dir ganz persönlich aus? Kannst du mal wiederholen, bitte? Wie sieht dein Saisonprogramm zum einen für Falken Motorsports und zum anderen für dich persönlich aus? Ja, also mit Falken Motorsport bin ich wieder beim 24-Stunden-Rennen hier. Ich werde VLN1 fahren, nach dem 24-Stunden-Rennen noch einige VLN-Rennen. Leider gelingt es mir davor, kein Rennen, also außer VLN1, keins mehr zu fahren, weil ich auch im ADAC GT Masters unterwegs bin und auch in der Plonpoint Endurance Series. Und die Rennen sind alle mit VLN 2, 3 und auch den Quali-Rennen überschnitten. Das ist sehr schade. Aber dann nach dem 24er fahre ich noch 3 oder 4 VLN-Rennen. Die Nürburgring-Nordschleife wurde über den Winter ja in weiten Teilen neu asphaltiert. Hast du als Fahrer schon irgendwelche Veränderungen da gespürt heute? Ja, also wir sind die ersten Runden jetzt gefahren. Es gibt viele Änderungen. Man spürt es sehr stark, also speziell im Nassen. Also ist das Gripniveau deutlich besser an den veränderten Stellen beim neuen Asphalt. Bin auch gespannt, wie es dann wirklich ist im Trockenen. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass auch die Leitplanke verändert worden ist im Bereich Hatzenbach. Das wusste ich gar nicht. Aber wie ich die erste Runde gefahren bin, war relativ spannend. Aber ja, prinzipiell, also das Gefühl ist gut bei den neuen Stellen. Gripniveau ist schon einiges besser, speziell im Nassen. Ein Thema, was ja speziell in den letzten Tagen für viel Aufregung gesorgt hat, ist die neue BOP. Wie ist deine Meinung als Fahrer dazu? Ja, also ist sicher ein schwieriges Thema. Ich glaube, man muss jetzt echt einmal abwarten, was jetzt da dann weiter passiert. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass man, sag ich mal, aus Sicherheitsgründen die Autos ein bisschen langsamer macht, aber das, ja, ich sehe schon kritisch, und das habe ich auch heute gesehen oder auch gestern nur alleine auf der Grand Prix-Strecke, dass sie nur den GT3-Fahrzeugen Leistung wegnehmen. Das Problem ist, man hat halt einfach viele andere Fahrzeuge, die was dann auf der Geraden deutlich schneller sind als wir. Und wir aber in den Kurven um einige schneller sind, und somit verursacht das schon viel Risiko wiederum und auch, glaube ich, Chaos. Und ich glaube, das werden wir spätestens dann wirklich bei VLN 1 sehen. Und ich hoffe, dass dann einfach auch darauf reagiert wird. Klaus Bachler, vielen Dank bis hierher. Viel Erfolg für die neue Saison. Du bist gut beschäftigt, habe ich gehört. Auch viel Erfolg natürlich im GT Masters und in der Blancpain dann. Dankeschön.